So, weiter geht's. Die Doomsday Zone, die ich noch nie gesehen und noch nie gespielt habe. Gesehen schon, aber gespielt noch nie. So, jetzt wird's interessant. Denn Eggman hat den Master Emerald immer noch und will ihn nicht hergeben. Come here, you fucking bastard! That Emerald is Knuckles! Ja, das gehört eigentlich noch zum normalen Spiel. Das muss man ja auch noch mit derselben. Ah, die Zeit ist stehen geblieben. Na, schau mal, einer guckt. Wir dürfen nur hinten nicht runterfallen. Deswegen mal schön gucken, dass ihr weit rechts seid, weil sonst macht ihr zu hohen Rückstoß. Ich werde nicht verlieren für den Planeten! We did it! The Doomsday Zone! So, jetzt müssen wir hier Ringe sammeln. Gut, ich kann ein bisschen Turbo machen, aber erstmal geht es darum, Ringe zu sammeln. Oh mein Gott, wie immer ist denn das? Oh, Raketen. Das ist übrigens in Sonic Rush nachgeahmt worden, aber wenn man es doch vor eigenen Augen sieht, ist es natürlich noch geiler. Au, 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 au. Au, 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 au. Problem ist, er kann uns zwar nicht vernichten, aber er kann Zeit schinden. Das ist das Problem. Wow, wow! Geht's noch? Sag mal, Alter! Nein, ernsthaft, sag mal, Alter! Alter, Dankeschön! So, jetzt aber. Safe stated! Come on, you fucking bastard! Au! Wir müssen das so drehen, dass die Raketen ihn treffen statt uns. Ah, verdammt. Aber wie macht man das? Haha, so macht man das. Sehr schön. Da ist wieder eine explodiert. Ist wieder eine explodiert. Mann, bin ich gut. Sehr schön. Ah, wow, wow, wow. Ey, ist das der geilste Kampf überhaupt? Oh, selbst die Kugeln machen mir Schaden. Verdammt nochmal. Ich würde ihn gerne instant schaffen, aber das glaube ich eher weniger. Ja! Oh nein, die Zeit läuft weiter. Komm schon, hör auf, Zeit. Hör auf, Zeit. Zeit, hör auf. Hör auf, Zeit. Zeit, bitte, bitte, hör auf. Stopp. Was sind jetzt noch? Oh Gott, Ringe. Oh, Ringe. Ringe. Oh mein Gott, was ist das denn für eine fucking Scheiße? Ringe! Oh! Ringe! Ah! Oh! Okay, und nochmal. Das ist ja ultra! Ey, wie schwer ist denn das? Halleluja! Ah, oh, verdammt nochmal. Machen wir nochmal. Gut, wir machen das mal von oben. Das ist, wie gesagt, das erste Mal, dass ich den mache. Ja, Mann, ihr scheiß Raketen. Kommt bloß nicht auf die Idee, mir gerade zu folgen. Irgendwie konnte man die noch auch abwehren. Ja, mein Gott, du verfickte Scheißrakete, fliegt da bloß drum rum. Also ein oder zwei Ringe wären schon was Nices jetzt. Oh Mann. Fick dich doch. Hey, wie schwer ist denn das? Oh Mann. Der kann nämlich immer so mal am Arsch lecken. Kommt ein. Ich komme nicht weiter vorwärts. Ich bin echt tierisch sauer. Ey, das ist so schwer. Oh, du verfickte Hurenkack-Rakete. Ey, natürlich fliegt die eine oben lang und die andere unten. Hey, du, komm, flieg du oben lang. Ich nehme ihn von hinten. Ja, super, klasse.
Smalltalk unter Raketen. Ist doch alltäglich. Ei. Ja, flieg drumrum, Mann. Alles andere würde auch viel zu viel Sinn ergeben. Au. Sehr schön. Warum ist ja immer nur neue Schieß, wenn die alle drei kaputt sind? Oh, du verfickter Hurensohn! Oh, scheiße. Ich sterbe jetzt, bevor neue Ringe kommen. Ringe. I need Ringe. Ja. Das war jetzt äußerst komisch, nicht wahr? Ich könnte mich auch totlachen. Das kann man gar nicht schaffen, wenn man nur Ringe hat, oder? Wie viele Ringe kann man denn bitte zur Verfügung gestellt? Verfickter Hurensohn, ey. Gott, wie schwer ist das, ey? Das ist verdammt. Oh Mann! Also langsam regt mich das richtig auf. Oh, flieg da durch, Mann. Ja, kann ich schon knicken. Ich habe das mal gesehen und da hat es jemand gemacht und jede Rakete saß instant. Und jetzt weiß ich auch warum, weil das sein muss. Das andere kostet einfach viel zu viel Zeit. Ja, dass die eine Rakete unten lang fliegt, weiß ich inzwischen. Ich glaube, nochmal kriege ich nicht so einen guten Run hin, deswegen speichere ich hier. Ja, wenn meine Ringe nicht reichen, dann reichen sie nicht. Dann muss ich hier halt aufgeben, aber das hoffe ich eigentlich nicht. Erstmal muss ich nochmal bomben, das war klar. Ich kann ja auch nicht zurückstoßen. Wofür ist denn das halt überhaupt gut? Oh, also die Dinger treffe ich schon perfekt, aber Ringe könnte ich ganz gut gebrauchen. So, getroffen. Nochmal getroffen. Boah, die Musik macht einen überhaupt nicht nervös, Mann. Mann, verreck doch, du Hurenpenner, Mann! Oh Gott! Es geht doch! Oh, heilige Scheiße, ist das schwer! Oh mein Gott! Aber ich habe keine 11 Versuche gebraucht. Das heißt, ich hätte es auch ohne Safe-Saves geschafft. Oh mein Gott! Yay, Tails! Oh. Also, wenn man das noch nie gemacht hat, ultra schwer. Ultra schwer. Oh, aber das fühlt sich so gut an. Oh mein Gott, ich hab das hinter mir. Oh, jetzt darf ich die ganze Levels mit Knuckles nochmal machen. Oh, na gut, ich bring's hinter mir, dann hab ich's hinter mir, dann hab ich's hinter mir, muss es auch nie wieder tun. Oh. Ey, Hut ab vor allen, die das geschafft haben ohne Save States. Hut ab. Muss man echt beim Endboss genug Ringe haben, um dann noch Supersonic werden zu können? Oder hat man dann einfach verkackt? Ultra. We did it! Dolphins and Möwen! Weiß nicht, wie sie heißen. Es war sehr aufregend. Also es war, wenn man versucht, die Chaos Emeralds alle zu kriegen, wirklich ein großes Freudenfest der bösen Überraschungen. Die Doomsday-Saison. Ich habe mich so auf die Doomsday-Saison gefreut, dass sie jetzt so ultra, ultra schwer ist. Hätte ich nicht gedacht. Ehrlich nicht. Oh. Ja, entschuldige die Kraftausdrücke am Ende, aber ich war echt sauer. Das ist, ey, boah. So muss man sagen, wenn er echt von allem durch die Gegend gepawnt.
So super, wie du denkst, bist du wohl gar nicht, was? Nee, also es hat mir großen Spaß gemacht, aber ich werde Sonic & Knuckles so bald nicht mehr anfassen, das kann ich euch auch versprechen. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran und ich hoffe, ihr freut auch, erfreut euch an Sonic & Knuckles, Beim letzten Mal habe ich 4 Parts dafür gebraucht, ich denke, es wird wieder dieses Mal so enden. Und glaub mir, da werde ich die Chaos Emeralds nicht nochmal sammeln. Das muss ich mir nicht unbedingt antun. Oh yeah. Zudem bin ich jetzt mal aufs Endbild gespannt, weil das kenne ich nämlich auch noch nicht. Was mache ich denn als nächstes? Als nächstes kommt Knuckles. Und dann kommt Sonic Advance 1. Habe ich auch noch nie durchgeschafft. Und ich habe da auch noch nie alle Ringe bekommen. Ja, yeah, ehrlich, Chaos Emeralds. Hängt aber damit zusammen, dass da das Chaos Emeralds holen echt scheiße ist. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe, weil ich habe das Spiel zwar mal gehabt und gekauft und gespielt, aber ich fand das so, ich weiß nicht, so von der Aufmachung her gefiel es mir nicht so gut. Der zweite Teil, der ist nur ultra schwer und der dritte Teil ist nochmal schwerer. Also die Advance-Spiele werden bestimmt euch viel Freude bereiten, aber mir einige Nerven kosten. Aber genau deswegen guckt ihr ja meine Videos, oder? Genau. Tja. Und danach, vielleicht mache ich auch Sonic Rushes jetzt. Ich weiß es nicht, ich entscheide es spontan. So oder so. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ja, sofern da jetzt nichts Interessantes mehr kommt, sage ich bye bye. Wir sehen uns auf YouTube.